Liebe Reiterfreunde, heute ist die erste Veranstaltung in Luxemburg. Die Lehrserie Die alten Meister gibt es ja seit vielen, vielen Jahren, seit über 15 Jahren mittlerweile. Und wir sind in Österreich, in der Schweiz, sogar in den USA und heute eben das erste Mal in Lödelange in Luxemburg. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute hier bei uns zuschauen. Referent Klaus Balkenhol birgt ja für Qualität und ich hoffe, dass wir Ihnen auch wieder viele schöne Anregungen geben können. Ein guter Freund von mir, Christoph Umbach, hat uns nach Luxemburg geholt. Er ist ja FEI-Dressurrichter, auch Ausbilder und reitet auch hervorragend. Und ich freue mich sehr, Christoph, dass du die Idee hattest, dass du uns auf deine Anlage hier, wo du ja mit deinen Pferden auch bist, nach Luxemburg geholt hast. Ja, lieber Frank, zunächst vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Wir sind ganz stolz, dass es diese Veranstaltung zum ersten Mal heute hier in Luxemburg gibt. Mir liegt immer sehr viel am Herzen, etwas für den Sport im Allgemeinen zu tun. Und diese Veranstaltungsreihe, die du ins Leben gerufen hast, die seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich läuft, ist was ganz Besonderes, was Tolles. Das sieht man an dem Andrang. Ich glaube, es gibt keine Reitveranstaltung auf der ganzen Welt, die so stark frequentiert wird wie deine. Dafür mal ein ganz großes Kompliment. Von unserer Seite aus nochmal ein ganz großes Dankeschön. Wir sind ganz stolz darauf, dass es hier ist. Ja, liebe Reiterfreunde, ich kann Ihnen zumindest auch für heute Abend wirklich außergewöhnliche Pferde versprechen. Ich habe heute Nachmittag die schon gesehen, als Sie sich hier die Halle angeguckt haben. Die Pferde müssen ja auch sich an das Neue in der Halle gewöhnen. Ich bin sicher, dass wir Ihnen tolle Anregungen und tolle Pferde und Pferdebilder zeigen können. Klaus Balkenhol ist gut gelaunt und wie immer hoch motiviert, denn ich denke, dass es ganz wichtig ist, und das ist ja das Wichtige bei der Lehrserie Die alten Meister, dass wir Tradition und Werte hochhalten. Und dass wir von den alten Meistern auch die Anregungen, die die im täglichen Arbeiten mit ihrem Pferd, mit ihren Pferden umsetzen, ihnen näher bringen, damit sie Ideen haben, was man in der täglichen Arbeit verbessern kann. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und schöne Pferdebilder. Bis bald, alles Liebe. So, meine Damen und Herren, wie ich vorhin schon sagte, er ist einer meiner engsten Freunde und ich bin sehr stolz und sehr froh, dass ich ihn motivieren kann, mit mir wirklich nicht nur letztes Jahr nach Amerika zu fahren, sondern auch viele Veranstaltungen während des Jahres zu machen. Er ist das jugendliche Urgestein, was wir noch im Reitsport haben und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute Abend auch mit uns das erste Mal in Luxemburg ist. Herzlich willkommen, Klaus Balkenhol. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier in Luxemburg sein durfte oder noch da sein darf. Ich erzähle Ihnen jetzt so ein bisschen was, damit dieses Pferd sich hier an die Umgebung gewöhnen kann. Denn meistens ist es immer so, dass junge Pferde in der gewohnten Umgebung, wo dann ganz plötzlich sehr viele nette Menschen unterwegs sind, auch ein bisschen komisch gucken und sich erstmal mit dieser Umgebung vertraut machen sollen. Sie kennen alle die Ausbildungskala und ich ersetze diese Ausbildungskala, die ja, das wissen Sie alle, 6 Komponenten hat: Takt, Losgelassenheit, Schwung, Anlehnung, gerade gerichtet sein und Versammlung. Ich setze diesem noch eins vor, das ist das Vertrauen. Das Vertrauen zu der Umgebung, in der man die Pferde arbeitet, aber auch, wenn man Pferde nun jetzt auf ein Turnier reitet, eine Leistungsschau, dass sie dort auch vertrauensvoll in dieser Umgebung gearbeitet werden können. Setzt voraus, dass man auch diese Umgebung entsprechend pferdegerecht herrichtet, sodass die Pferde auch da eine gute Leistung bringen können und sich konzentriert auf den Reiter zuwenden können. Jawohl. Jetzt soll er sich ruhig einfach mal die Gegend angucken. Ganz kurz will ich darauf eingehen, auf die Zäumung. Sie sehen, dass hier eine Zäumung vorhanden ist. Es ist wieder so eine rundgenähte Trense, wobei aber auch darauf Wert gelegt worden ist, dass das Genickstück sehr weich gepolstert ist und keinen punktuellen Druck ausübt. Sie haben sicherlich vorhin den Vortrag von der Firma Sprenger gehört, wo also darauf auch eingegangen ist, wenn ein Gebiss eingelegt wird, worauf man dann achten muss. Hier wird also der punktuelle Druck weggenommen, das ist wunderbar. Dieses Pferd ist ein sehr
tolles Pferd. Ich habe es einmal nur gesehen im Vorbeigehen, aber sonst nicht. Jetzt stehe ich mal Gott sei Dank nah dran. Er hat einen Reithalfter auf. Dieses Reithalfter ist sehr gepolstert. Und das Maul ist so zugemacht, dass man, und da finde ich es richtig, nicht vorschriftsmäßig ist ja, so wie die Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sagen, dass man also zwei Finger hier am Stirn, an der Stirnseite durch oder da durchschieben kann. Das halte ich für ziemlich übertrieben. Auch das Pferd braucht eine Anlehnung, braucht einen gewissen Schluss, der aber niemals schmerzhaft sein soll. Also wenn Sie dann einem Pferd ein Zucker geben und er kann das Zucker mit dem Front nehmen oder durch die Frontzähne aufnehmen, dann ist das meines Erachtens gut. So sollte das eigentlich sein. Alles andere, was sehr zugeschnürt ist, wirkt sich auf den Gesamtkörper des Pferdes aus. Sie kennen sicher alle Linda Tellington-Jones. Und die Linda Tellington-Jones, mit der ich viele oder einige Jahre zusammengearbeitet habe, die hat uns demonstriert, dass ein sehr zugeschnürtes Halfter sich auswirkt über den Gesamtkörper des Pferdes, eine Gesamtverspannung des Körpers einnimmt. Das wird man dann irgendwann mal feststellen. Die Pferde wollen nicht mehr in Dehnung gehen, die wollen nicht mehr vertrauensvoll das Gebiss annehmen. Und es ist also dort ein Problem. Hier sieht es aber so aus, das Pferd guckt hier ganz freundlich in die Runde. So, wenn ich das so sehe, das sieht sehr, sehr schön aus, sehr gut aus. Der Sattel liegt auch wunderbar hier, so wie wir das jetzt sehen. Der liegt also nicht so weit hinten, nicht so weit vorne. Würde der Sattel so weit hinten liegen, würde das bei einem kurzen Pferd schon mal zum Problem führen können. Wenn Sie das Klett eines Pferdes vor Augen führen, dann haben Sie in den Lendenwirbel die seitlichen Dornfortsätze. Wenn der Sattel zu weit hinten kommt, wenn zum Beispiel Leute meinen, sie kriegen mehr Aufrichtung, indem sie dem Pferd ein Vorgurt vorschnallen, damit der Vorderbau des Pferdes mehr sichtbar ist, dann ist es fatal. Das ist sehr, sehr schlecht, weil nämlich da die hinteren Sattelkissen auf diese Querfortsätze aufliegen können. Und dann gibt es Probleme und der Reiter versucht diese Probleme, wenn es nicht mit normalem Reiten geht, mit Hilfszügeln nun jetzt irgendwie zu bewerkstelligen. Falsch geht nicht. Dann kommen Hilfsmittel wie Schlaufzügel und alle diese Dinge, da sprechen wir nachher drüber. Aber jetzt möchte ich einfach mal dieses nette und feine Pferd von Sascha vorgestellt sehen. Also das Pferd heißt Kelfi Lou, ist ein 5-jähriger Wallach, ein oldenburgischer Wallach von Quarterback Malstädinger. Wir sind sehr froh mit diesem Pferd, er ist unser Schätzchen sozusagen. Er war 3- und 4-jährig schon Zweiter und Dritter auf dem Bundeschampionat und hat sich jetzt dieses Jahr auch schon sehr hoch fürs Bundeschampionat qualifiziert. Sascha, würdest du einfach mal so im Schritt durchherreiten? Wenn wir ganz kurz mal so auf das Exterieur des Pferdes eingehen, wenn ich ein Dressurpferd haben will, muss ich darauf achten, dass die Voraussetzungen für ein Dressurpferd auch dort sind. Die Ausbildung eines Pferdes, das ist immer in der Basis Ausbildung gleich, das heißt das Springpferd, das Military-Pferd oder Vielseitigkeit-Pferd, Reining-Pferd und alles. Diese Ausbildung muss immer die gleiche sein, die Basisarbeit, das Pferd muskulär zu stabilisieren, stark zu machen. Hier sehen wir das Pferd mit einer wunderbaren Halsung ausgestattet, wobei man da auch sagen muss und aufpassen muss, dass da das Genick immer offen dargestellt wird, offen da. Sonst kann es dazu führen, wenn also dann schon manchmal, wenn man das sieht, zu einer sehr starken Weitsäumung führt, weil dieses Pferd vielleicht zu viel Impuls nach vorne hat, da ein falscher Knick kommt. Falscher Knick, wissen Sie, das ist also so eine Handbreit, zwei Handbreit hinter dem Genick. Wenn das ist, dann ist es gefährlich, da muss man aufpassen, weil da das offene Genick nicht mehr und der Genick nicht mehr der höchste Punkt ist. Da müssen wir immer drauf achten. So, lass ihn doch einfach mal mit der Nase vor, lass ihn einfach mal länger, damit sich das Pferd dehnen kann. Wir müssen immer daran denken, dass gerade im Genickbereich, in der Genaschenbereich, dort sehr viele Funktionen sich abspielen. Siehst du, jetzt geht er mit einem offenen Genick. So soll ein junges Pferd, wenn man anfängt zu reiten, gehen. Man soll das Pferd am langen Zügel reiten, nicht am hingegebenen. Das kann man machen, wenn man weiß, das Pferd ist brav und springt nicht weg. Aber es geht auch hier immer wieder um die Sicherheit eines Reiters oder einer Reiterin.
dass man also nichts dem Zufall überlässt. Aber dann muss das Pferd so geritten wird, dass die natürliche Anlage des Schritts auch klar rauskommt. Sehr wichtig. Das Gleiche gilt für den Trab, das Gleiche gilt für den Galopp. Das sind mal erst die Grundvoraussetzungen. Und dann arbeitet man ein Pferd, wenn man damit beginnt, eine Ausbildungseinheit zu machen, mit langer Schrittreprise, wo man dann das Pferd im Vorwärts und auch im Seitwärts gymnastiziert. Stretchen lassen der Muskulatur. Das ist so wesentlich. Das ist zum einen und zum anderen, dass also durch den Blutzufluss das Pferd an Sauerstoff in der Muskulatur angereichert wird, aber auch die Gelenke des Pferdes sich mit Gelenkflüssigkeit füllen. Sehr wichtig, Sie wissen alle, dass Gelenkkapseln mit einem Knorpel versehen sind. Diese Knorpel sind wie ein Schwamm, das heißt, stützt das Pferd auf diese Gelenke, dann wird dieser Schwamm ausgepresst, es werden keine Schadstoffe, sondern gesundes Material zugeführt und bei einem Auseinander ist das wie eine Membrane, saugt sich dann der Knorpel wieder voll. Und so ist es eine Pflicht für jeden Reiter, lange genug diesen Prozess zu machen, eine Viertelstunde etwa, damit die Pferde keinen Schaden an den Knochen bekommen, keine Arthrose oder dergleichen, nun jetzt hinterher das Pferd irgendwie schädigen und unbrauchbar machen. Das also nur im Vorspann hier, damit auch das Pferd sich hier an diese Umgebung gewöhnt. Hier sehen wir einen vorzüglichen Schritt. So, lass ihn einfach lang, sodass wir also sehen, was dieses Pferd an Schritt geht. Sehr, jetzt fängt die Dehnung an. Das muss man einem Pferd erlauben. Toll, ein wunderbarer Schritt mit einem ganz, ganz klar aufgezeichneten Viertakt. Ich nehme mir ruhig noch ein bisschen mehr auf. Halbe Parade, Viertel, ja, das kann er schon, sehr gut. Immer schön Gleichmaß im Viertakt, sehr gut. Nochmal einmal durch die ganze Bahn wechseln und dann geben wir ihm mal ein bisschen mehr Raum. So, einfach so, dass da die Haltung gedehnt wird. Wir brauchen bei jeder Verstärkung, ob das Schritt, Trab, Galopp ist, eine Dehnung des Gesamtpferdes. Es muss also Raumgriff gehen können. Lass mal ruhig lang. So, Ruhe ist gut. Jawohl. Super. Sehr gut. Jawohl. Es bedingt natürlich auch, wenn ich ein Pferd mit diesen Grundgangarten habe, dass ich als Ausbilder dieses pflege, erhalte und verbessere. Denn der Schritt, der sehr schwierig zu reiten ist, kann immer nur versaut werden, sage ich mal so, ganz profan. Aber viel verbessern kann man ihn nicht, wie er vom Pferd gegeben hat. Im Gegensatz zum Trab oder auch Galoppade, da kann man eine Menge verbessern. Aber im Schritt, den muss ich haben und den muss ich erhalten. Leider ist es immer so der Fall, dann unterhält man sich mit einem Partner darüber, reitet aus und hängt immer so ein bisschen mit dem Zügel am Pferdemaul. Alleine die Zügelschwere ist schon ausreichend, um dem Pferd den Schritt zu nehmen. Und dann geht man in eine Prüfung, ich gehe mal so von einer Dressurprüfung aus, dann geht man da rein, oh Mann, jetzt kriegt er nur eine 6 oder eine 7 und er kann doch aber für eine 9. Also da muss man immer wieder daran denken, dass man, sobald man zu Pferde sitzt, aber auch dem Pferd dient. Nicht selber, sondern dem Pferd dient und seine Grundgangarten pflegt. Aber auch das Pferd muss die Sprache des Reiters, das heißt, die Hilfen verstanden haben, aber umgekehrt, der Reiter muss wissen, wie reagiert mein Pferd auf entsprechende Hilfe. Sehr, sehr wichtig. Ich sehe dieses Pferd erst mal so in Aktion. Der ist jetzt 5 Jahre alt und der ist also wirklich in einem wunderbaren Ausbildungsstand, so wie ich das sehe, sehr weich, sehr gut. So, noch mal ein bisschen mehr abfangen, Sascha, mal ein bisschen zurückführen und dass das Pferd die Nase vornimmt. Wir wollen einfach ein offenes und loslassen, weg die Hände. So, sofort sehen wir, wie das Pferd das Genick öffnet. Das Genick, das ist also der Unterkiefer des Pferdes, die Ganaschen, sowie der Unterhals. Und wir möchten eine wunderschöne konvexe Haltung der Halsung bekommen. Über die Ausbildung, über das Ansetzen der Muskulatur. Sehr schön, sehr gut. Ein wundervoller Trab. Der muss sich ja wirklich sitzen lassen, was?
Sascha, das ist doch einer für ältere Herren, der, oder? Der Dame. Sehr schön, ja, war ruhig. Aber Sie haben was gesehen. Und das ist das, was man einem Pferd verzeihen muss. Hier muss man immer wieder eine vertrauensvolle Arbeit hineinbringen. Ja, ruhig. Also hier sieht man, bei diesem Pferd sieht man deutlich, wie er durch die Gelenke arbeitet. Ein schöner Arbeitstrab. So, gut so, sehr gut. So, sehr gut, sehr schön. Braucht gar nicht mehr vorwärts gehen. Ganz toll. Reit gar nicht nach hinten hin. Bleib einfach ein bisschen weg. So, Stellung. So, sehr gut. Sehr schön, sehr gut gemacht. So, wieder ruhiger, etwas zurücknehmen. So, zurück und so. Nicht so viel, vorsichtiger etwas. Hatte sich erschreckt vor dem Kaffee. Das kann passieren. Okay, gut, Handwechsel machen. So, jetzt haben wir immer noch zu viel Power im Pferd. Das Pferd hat sehr viel Eigenimpuls. Ist toll, wenn man sowas hat, ein Pferd mit diesem Eigenimpuls. Dann kann man sich auch schön hinsetzen, kann auch schon mal in die Runde lächeln. Fällt ja nicht schwer, lächeln. Sascha fällt das nicht schwer. So, wieder ruhig, jawohl. Er geht sehr schön in die Bewegung des Pferdes ein. Sehr schön, ganz genau. So, sehr gut zurückgenommen. Ruhig, so wieder ruhig. Mal auf den Zirkel geritten, mal von der langen Linie weg. Halbe Paraden. Es gibt auch Viertelparade, es gibt auch Achtel und es gibt auch Sechzehntelparade. Und die müssen bei einem Pferd so fein ausgebildet sein, hinterher nur das Sitzen des Reiters, etwas Schenkelannahme, müssen die Pferde dann zurückkommen. So, ganz ruhig. So, mein lieber Mann, dieses Pferd ist aber wirklich eine Granate. Sehr schön. Sehr schön, mal wieder leicht traben. Auch beim fünfjährigen Pferd muss man immer wieder so arbeiten, als wenn man es gerade mal angeritten hätte. Das heißt also, es muss jederzeit eine Dehnung des Halses, eine Dehnung über den Rücken, der Losgelassenheit des Rückens zeigen. So, führe ihn mal etwas zurück jetzt, dass er noch so richtig bummelt. So, so, und loslassen. Ganz genau, das wäre so wichtig. Manchmal sehen Sie, dass die Pferde auch dann schon mal entgegengesetzt der Richtlinien, die wir auch bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung haben, hinter die Senkrechte kommen. Das ist nicht schlimm, solange das Pferd die Anlehnung annimmt, aber nicht so weit zurückgenommen in der Nase, dass man da von der Rollkur spricht, dann ist das falsch. Aber so, dass das Pferd die Anlehnung nach vorwärts, abwärts sucht. Und das muss man immer im Laufe der Arbeit mit einem Pferd überprüfen. Haben wir diese Situation, kann das Pferd das machen, ohne dass es eng wird, sondern die Nase nach vorne streckt, das Genick dabei öffnet. Ich weiß, dass das sehr schwer ist. Sascha, versuch das, lass ihn einfach mal los, er läuft ja nicht weg. Lass die Hände mal weg, weg. Gar nicht nach unten spielen wollen. Wir warten mal ab, bis er da so ein wenig. So, genau. Wir müssen uns trauen, das mal zu machen. Der kann ja nicht weglaufen. Du hast hier hunderte von Menschen, die dich auffangen wieder. So, super. So soll das sein. Sehr, sehr gut. Und dann Scheritt. So, und durchparieren Scheritt. Wenn es geht, so, gut. Und Schritt. Sehen Sie, schauen Sie das mal an. Das ist das, was ich als Ausbilder machen muss. Und wenn wir ehrlich sind, wenn Sie Ausbilder hier haben, sowas spielt sich nicht jeden Tag in der Reithalle ab, weil kein Kontrolleur da ist. Da wird dann auch schon mal, wenn das nicht hundertprozentig klappt, schnell mal zugegriffen, zugearbeitet. Als Folge hat man immer wieder ein etwas verspanntes Pferd und schon muss man die Verspannung wieder rausarbeiten. Und das muss nicht jeden Tag sein. Also muss ein Pferd aber sehr abwechslungsreich arbeiten, nicht jeden Tag in der Bahn gehen lassen, sondern das Pferd muss ins Gelände gehen, es muss unebenes Gelände betreten. Es muss auch tatsächlich dem, was pferdegerecht ist, mit seinen Hufen, mit den Gelenken im Huf, mit den festen Gelenken, unebenes Gelände, um den Tastsinn des Pferdes immer wieder herauszustellen. So, dieses Aufnehmen sollte nicht so sein, dass das Pferd sofort hinter die Senkrechte kommt, wenn du ihn aufnimmst, sondern es sollte schon das Genick offen halten. Ist aber
ein Zeitpunkt eingetreten, wo dieses Pferd nicht sofort zurückkommt und unbequem in der offenen Genickhaltung wird, muss man es tiefer stellen, runter. Und zwar so, dass der Hals kurz vor dem Widerriss gesenkt wird. Das ist wichtig. Und dann kann sich der Rücken heben und der Rücken die Möglichkeit haben, dass er auch schwingt. Schwingen ist das Zauberwort. Und daraus kommt eine Kadenz. Schwebetritte ist was anderes als Kadenz. Das hier bezeichne ich als einen kadenzierten, schön versammelten Trab. So, sehr gut. Er kann loslassen. Stellen Sie sich mal vor, dieses fünfjährige Pferd, wenn er wirklich losgelassen ist, was der, wenn man ihn zurücknimmt, mal in der Passage bringen will. Die Konstruktion des Pferdes mit der Schulterfreiheit und mit dieser wunderschön schwingenden, unterschwingenden, in Richtung Schwerpunkt gehenden Hinterhand und durch das Gelenk nicht übertrieben, keine Spannung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mann, Sascha, hast du ein Glück, dass du so ein Pferd reiten darfst. Musst du da immer für bezahlen? Ja, das ist ein Geschenk, spitzemäßig, sehr gut. So, und vielleicht lassen wir gleich mal diese Galoppade ruhig, so langsam, ruhig. Der hat also so viel Energie, nur diese Energie, die muss ich speichern. Da muss ich behutsam mit umgehen. Ich könnte den jetzt verrückt machen und dann hätte er seine Energie irgendwie verpufft und kriege das für andere Lektionen, die ich dann mit ihm machen will, wie zum Beispiel höhere Versammlung. Der ist jetzt fünfjährig und da muss man aufpassen, dass man so Pferde nicht überfordert. Man testet das an, das ist kein Problem. Und wenn die Pferde so nervös sind, dass sie piaffieren, dann lasse ich sie piaffieren und lobe sie dabei. Aber ich fordere auch schon mal was, aber ich überfordere niemals ein Pferd. Das darf man niemals tun. Die Pferde machen das, was wir wollen und sind oft das Spiegelbild des Reiters. Da muss man sich immer dran halten, wenn man ein Pferd arbeitet. Ist man aggressiv zum Pferd und das Pferd wird auch so nervös, dann liegt es am Reiter, wieder sich selbst als Bild darzustellen. So ist gut. Na, das kann er auch noch. Gut. Auch hier würde ich jetzt versuchen, die Anlehnung ein bisschen aufnehmen, so, nicht, dass er sich aufrollt, weiche Anlehnung versuchen. Das ist also wirklich eine vornehme Aufgabe, die konstante Anlehnung zu bekommen. So, genau, jetzt hast du ihn wieder bei dir. Sehr gut. Also, man muss sich mal vorstellen, dass dieses Pferd späterhin auch in der Hohen Versammlung, wie das Arbeiten zur Pirouette, wie er dann unter den Schwerpunkt springt. Schauen Sie mal, das weite Unterspringen der Hinterbeine. Und immer locker und weich und doch in einer gewollten Anspannung des ganzen Galopps. Die Ohren immer vorne. Das kann also nur Zufriedenheit, Ausstellung. Also ein besseres Bild geht nicht. Man kann hier kein Problem entdecken. Man kann auch kein Problem hier herbeireden. Hier kann man sich nur freuen über so ein tolles Pferd. Sehr gut. Eine handliche Größe, alles da. Sehr gut. So, und dann legen wir an der nächsten Seite mal ein bisschen zu und die Galoppsprünge etwas zu erweitern, ein bisschen zu längern. Nicht fordern, sondern nur gehen lassen, nur die Hand vor mitgehen. Wenn, oh, sehr, sehr schön. Ja, spitzemäßig, sehr gut. Super. Das war sehr gut, das zurücknehmen und dann die Hand vor. So, machen wir gleich nochmal Handwechsel. So, toll. Gut. So, und dann, wenn man ein Pferd arbeitet, es gibt Pferde, die, wenn man sie im Galopp löst, sich ein bisschen aufgrillen. So langsam, so ist gut, wieder langsam. Aber Pferde lösen sich am besten im Galopp. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Galoppade die Gesamtmuskulatur des Pferdes lockert und gymnastiziert. Und dabei prüft man immer, ob das Pferd sich wirklich in der Halsung dehnt, ob das Pferd im Genick weit wird, ohne dass es sich auf die Hand legt, sondern wirklich auch so, jetzt kannst du loslassen. Das ist das, was wir machen. Also ich habe lange Zeit auch mit dem Hill, auch bevor er da zu Hellen gekommen ist, trainiert. Dieses Pferd ging grundsätzlich, nachdem man es
lange Schritt gegangen hat lassen, dann Trab zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, ob auch da nicht irgendwo ein Haken ist, und dann galoppiert rechts und links, bis das der Zügel ganz lang war und das Pferd sich vorwärts, abwärts stehen. Und dann erst gearbeitet. Sehr gut. Denn das meiste, sagen wir mal so 60-70% in der Arbeit eines Pferdes, ist die Basisausbildung. Immer wieder. So, das ist gut. Und jetzt traben wir nochmal und versuchen im Trab genau das Gleiche machen, mal etwas zulegen. So, aber jetzt nicht übertreiben. Wenn ich das sehe, dass dreijährige Pferde da mit Spanntritten durch die Bahn gehen, dann graut es mir immer. Was sollen die dann später mal machen? Also immer schön konservieren. So ist gut. Das ist sehr gut, der versammelte Trab. Sehr schön. Jawohl. Das geht so zum Absatz. Sehr gut. Jetzt ist auch im Genick schön. So, nicht höher einstellen. Das ist gut. So, und da legen wir dann auch ein bisschen zu. Ja. Gibt es da eigentlich noch einen Wunsch? Nein. So, das ist aber schön. Ich finde, das darf man aber nicht übertreiben, wenn man so ein Pferd hat. Man kann das mal zeigen, aber ich habe Hengstverführungen gesehen, wo dreijährige Hengste gingen und haben eine wunderschöne Trabmechanik gezeigt, so ähnlich wie dieses Pferd hier. So, jetzt wollen wir aber mal richtigen Trab sehen. Wenn der Moderator das sagt, dann ist also schon irgendwo was falsch. Das ist nicht gut. Den können Sie natürlich auch durch die Bahn traben lassen, dass er sich fast die Ohren abtritt. Kein Problem. Aber warum? Ich weiß, dass das Pferd das drin hat. So, komm, reit mal einmal ein bisschen vorwärts, halt mal ein bisschen gegen etwas, nicht zu viel. So, nicht zu viel, so viel. So, und jetzt machen wir nochmal den Trab und lass mal den Hals etwas fallen, sodass er so weich gehst du mal mit der Hand mit, einfach weich mitgehen. Nein, nicht wegschmeißen. Die Hand geht mit. Zulegen und die Hand mitgehen, so. Das ist für mich sehr sympathisch, weil dann der Rücken besser zum Schwingen kommt. Und jetzt würde ich, wenn ich da oben sitze, auf den Zirkel gehen und dem Pferd eine Dehnung geben, dass der Hals vorwärts, abwärts geht und sich das Pferd entspannen kann. Für mich ist die Trabverstärkung ein Höchstmaß an Versammlung, was ich dem Pferd abverlange. Denn das Pferd muss sich versammeln, muss sich tragen, Diagonale, nur auf zwei Beinen praktisch weggehen, immer diagonal, so. Und die größten Verletzungen der Fesselträger kommen meines Erachtens immer von einem übertriebenen, starken Trab. Es ist nicht verwunderlich, dass bei den Springpferden die wenigsten Fesselträgerprobleme kommen, im Gegensatz zu Dressurpferden. So, und dann loslassen. Sascha, ich finde das eine tolle Sache, wie du das gemacht hast. Bitte? Ja, natürlich, aber dieses tolle Pferd wäre nichts, wenn du nicht auch toll reiten würdest. Sind Sie anderer Meinung? Die nickt. So, gut, langsam, ruhig. So, ist brav. Sehr schön. Also das war schon mal ein toller Anfang. Ich weiß nicht, wie wir da so weitermachen sollen. Besser geht es nämlich nicht. Einfach haben wir hier alles. Super. Und so, ich habe ja auch gehört, dass dieses Pferd zur Weltmeisterschaft vorgesehen ist und die luxemburgischen Farben vertritt. Das ist schon eine tolle Geschichte. Okay, wenn er hier die Bahn verlässt und der andere, der kommt rein, nicht, dass der jetzt runterfällt, der Gassi. Ja, kannst du eine Runde reiten hier. Also nochmal, wenn man also solche guten Pferde besitzt, wieso dieser Wallach sich hier vorgestellt hat, da muss ich ehrlich sagen, dann ist es für die Zukunft der Reiterei wirklich sehr gut bestellt. Nicht immer werden solche Pferde geboren, aber auch die nun jetzt nicht diese Anlagen haben, wie dieses Pferd, sind auch Pferde. Und wir sind Diener unserer Pferde. Die Pferde sind in unserer Obhut. Und diese Pferde müssen verdammt viel Bewegung haben. Es sind Lauftiere und Lauftiere wollen einfach Flächen sehen, wo sie gehen können. Sie wissen, dass ein Pferd 8 bis 18 Kilometer oder 16 Kilometer auf der Wiese ganz täglich, wenn sie immer draußen sind, laufen, bewegen, fressenderweise immer bewegen. Wissen Sie auch, wie viel denn ein Pferd, das in der Einzelbox steht und geritten wird, an Bewegung hat?
Wissen Sie nicht. Und sich dieses Pferd bewegt, wie bewegt? Und wenn das Pferd zum Beispiel 23 Stunden in der Box stehen muss und eine Box und eine Stunde täglich geritten, und wenn das nicht ganz, ganz sorgfältig gemacht wird, dass wir wirklich uns tierschützerisch Gedanken machen müssen, wie das alles ist. Findige Leute haben, Statistiker haben festgestellt, dass ein Pferd mit der ganztägigen Boxhaltung in der Boxe 500 und so viel Tritte macht. So, das haben die ausgerechnet, 580, so weiter. Wissen Sie, wenn Sie bedenken, dass dieses Pferd 40% davon seitlich geht, seitwärts, weil es nicht vorwärts gehen kann, dass es sich 30% davon dreht in der Boxe, 20% davon rückwärts geht und nur 10% vorwärts, dann kann man sich überlegen, dass wir unseren Pferden eine Menge schuldig sind, dass wir was tun müssen. Das Pferd nicht nur eine Stunde raus reiten, sondern auch Bewegung, ob es nun jetzt ein Konditrainer ist. Am besten ist natürlich, wenn jemand drauf sitzt und reitet es im Gelände auch einfach vorwärts, damit sich das Pferd auch optisch irgendwo ein klein wenig orientieren kann. Warum rede ich jetzt so viel? Ich möchte auch diesem Pferd die Chance geben, sich vertrauensvoll in diese Umgebung, an diese Umgebung zu gewöhnen. Wir haben vorhin auch jetzt über die Gebisse was gehört, aber auch das, wo ein Problem auftritt, meistens dieses Problem am Kopf des Pferdes, das heißt am Maul. Schauen Sie Ihrem Pferd, wenn es älter wird, Dreijährige, der hat noch Milchzähne, da fallen die Kappen, das kennen Sie, das sind oben auf den nachschiebenden Zähnen, fallen irgendwann mal raus und dann hat das Pferd auch schon mal Probleme. Dann bekommt es dann bei einem Hengst oder Wallach, den Wallachzahn, den sogenannten, der schiebt durch, das Pferd kriegt Probleme, tut weh. Also reingucken, was los ist. Dann, wenn es etwas weiter gediegen ist, da haben Pferde schon mal Probleme mit den Haken. Das ist also der Unterkiefer, der schmal ist, der Oberkiefer ist breit und dann gibt es die seitlichen Überbisse. Und wenn dann das Reithalfter zu eng geschnallt ist, insbesondere das Reithalfter des englischen Halfters, dann werden also wirklich die Innenseiten, die Schleimhäute gegen die Zähne, gegen die messerscharfen Zähne gedrückt. Und dann gibt es auch dort Verletzungen. Und jeder Reiter wundert sich, oh, was ist, jetzt habe ich schon mal das Maul zugemacht und er wehrt sich immer noch. Da muss man der Sache auf den Grund gehen und mal hineinschauen, was ist da los? Welches Gebiss lege ich ein? Hat das Pferd eine breite Lade? Hat das Pferd ein schmales Zungenbrett, Bett, ein tiefes Zungenbett oder hat es sehr viel Gaumen? Dann ist da kaum Platz. Da ist ja kein Platz eigentlich für ein Gebiss. Auch da muss sich ein Pferd langfristig gewöhnen. Dann gibt es Pferde, die haben die Lefzen so ausgebildet, dass das nach innen geht und haben die einen Wulst und da kaum eine Reaktion auf das annehmende Gebiss. Nachschauen, was los ist, muss man entsprechend Gebisse hineinlegen. Man muss sich auch beraten lassen. Nur dazu. So, jetzt haben wir hier Gasti Schelios. Schönen guten Abend. Also das ist Dean Martin, 8-jährig. Vater ist DiMaggio aus einer Weltmeiermutter und Ausbildungsstand ist S und noch ein bisschen höher manchmal. Aber es ist ein sehr angenehmes Pferd. Sie müssen wissen, der Gast ist sehr, sehr schüchtern. Immer so. So, auch hier habe ich das mal ganz kurz geprüft, was das Maul sagt. Ich kenne dieses Pferd auch schon etwas länger, weil Gasti, als dieses Pferd dann 6-jährig war, dann zum Training zu uns gekommen ist und ich gesehen habe, was er mit dem Pferd gemacht hat. Auch diese drei sehr guten Grundgangarten, Schritt, Trab und Galopp. Ein sehr sympathisches Pferd. Wir wollen uns das jetzt mal anschauen. Der ist jetzt 8 und mal schauen, was er dann bisher gelernt hat. Gassi, einmal Schritt vorwärts, Schritt. Nicht viel, oft sieht man Reiter, die kommen in die Bahn und traben sofort an. Nicht gut. Es gibt auch viele Reiter, die sind auf dem Turnier und zeigen dem Publikum, dass ihr Pferd traben kann. Das ist alles nicht nötig. Keiner gibt mir Geld dafür, dass er traben kann. Nur ich muss hinterher, wenn ich das mache, das Pferd kalt ist, dem Tierarzt Geld geben. Wollen wir alles nicht.
Wir wollen gesunde Pferde an den Start bringen und wir müssen uns immer den Verstand einschalten, um da auch ganz schlau zu sein. Was mache ich mit meinem Pferd? Was will mein Pferd mir sagen? Ich spreche immer wieder dieses Thema an. Was sagt mir mein Pferd? Und ich muss hineinhorchen, braucht er dies, braucht er jenes? Ist er auf andere Dinge fixiert und achtet er nicht auf mich? Also da muss ich sagen, so mein lieber Junge, jetzt musst du mal mich verstehen lernen und musst auch tatsächlich meine Hilfen, die du kennst, sensibel annehmen und dann, was ich will, ausführen. Aber das ist Schritt für Schritt, Step für Step. Und immer mit dem Kopf arbeiten, Schritt, Trab und Galopp, allmählich eine Leistungssteigerung. Fordern, ja, aber niemals überfordern. Denn jedes Pferd gibt das, was der Reiter fordert. Das ist so. Es gibt aber auch gute Pferde, es gibt schwierige Pferde, aber dann brauche ich meinen Verstand, um ein schwieriges Pferd in die richtige Richtung zu arbeiten und auszubilden. So, nochmal die Grundgangart gehen lassen, senken. So, das ist eigentlich sehr gut, was dieses Pferd macht, dass es schreitet, nach vorne einen klaren Viertakt zeigt, aber auch die Dehnung des Halses, das Genick öffnet, aber nicht die Hand ignoriert, sondern er nimmt die Hand des Reiters mit. So soll es sein. Ist zu viel Hand, oder der Reiter hat das Gefühl, es legt sich drauf, muss ich über eine halbe Parade auch dem Pferd mal sagen, hallo, so geht das nicht, ich gebe eine halbe Parade oder noch weniger oder auch noch mal mehr, um dem Pferd zu zeigen, also gehst du fein an die Hand, sodass also ich eine konstante, leichte Anlehnung bekomme, die ich immer wieder bei einem etwas älteren Pferd aus der Hinterhand aktiviere oder wenig haben will. Aber wenn ein Pferd gegen die Hand läuft, muss ich das auch ordnen über die Hand. Ist ein Pferd faul, muss ich das ordnen über die Schenkel, über die vorwärts treibenden Hilfen. Also das Pferd muss verstehen lernen, was ich will. Einen sehr guten Schritt wieder hier, auch wieder ein tadelloses Gebäude des Pferdes. Sehr gut und mal wieder ein wenig aufnehmen. Der Fleiß des Pferdes muss erhalten bleiben, Gasti. So. Auch hier muss man immer sehen, dass der Fleiß erhalten wird. Ja, okay, gut. So. Man sieht häufig dann auch Pferde, die dann einen versammelten Schritt gehen sollen, dass sie einen langsamen Schritt gehen. Dann treten sie zwar nicht mehr so weit mit der Hinterhand zu den Vorderhufen, aber sie sollen sich auch scheinbar in die Versammlung begeben, das heißt in die relative Aufrichtung. Sollen sich befleißigen, so ist gut, jawohl. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo was Neues verlange von einem Pferd, muss ich es vorbereiten. Es gibt ein Ankündigungskommando fürs Pferd und ein Ausführungskommando. Wer mal irgendwo mal bei einem Heer oder sonst was gedient hat, beim Militär oder so, der hört was von Ankündigung und von Ausführung. Und so ist es auch in der Reiterei. Ankündigen heißt, mit halben Paraden wird das Pferd aufmerksam gemacht für das, was neu kommt. Neue Lektion, antraben oder angaloppieren oder seitwärts gehen oder halten oder rückwärts richten, all dieses muss vorbereitet sein. Das ist natürlich hinterher in einer Prüfung mit einer ganz, ganz schnellen Abfolge. So, Gassi, jetzt wollen wir nochmal antraben, mal gucken, was er im Trab sagt. So, dieses Pferd reagiert prompt. Wenn ich da unten stehe und beurteile dieses Pferd, so, jetzt fleißig nach vorne, lass mal ein bisschen los. So, der ist jetzt achtjährig und da muss man auch schon mal einfach mit der Arbeit locker, wenn vorher die Vorbereitung war, beginnen. Und wieder Fleiß, Gasti, mal loslassen vorne. So, einfach Fleiß, so, genau. So, locker die Verbindung aufrechterhalten, gut so. So, locker im Arm bleiben, so ist gut. Spielender Kontakt, immer mal wieder zeigen, dass du auch etwas loslassen kannst. Nicht? Das Pferd hat einen großen Grundschwung. Hier muss man aufpassen, dass das nicht zur Schwebe wird. So, ich würde hier gerne wünschen, Gasti, dass du so ein klein wenig mehr Lebendigkeit da reinkriegst. So,
Ja, okay, ruhig die Hand, nicht die Hand, nicht mehr treiben, als die Hand jederzeit auch wieder loslassen kann. Über die halbe Parade abfangen, er soll nicht davon stürmen. So, weiter, okay. Ja, auf den Zirkel geritten. So, hier muss ich mit dem Pferd eine Längsbiegung. Das ist erst schon mal eine Lektion, wo ich also die innere Seite des Pferdes und die äußere Seite des Pferdes gleichzeitig gymnastiziere. Das Pferd muss dann die innere Seite verkürzen, die äußere Seite bedarf einer Dehnung in der Rippe. Handwechsel und so gymnastiziere ich hinter das Pferd auf beiden Händen. Mit dem inneren Schenkel versuche ich, das Pferd auf der Linie zu halten. Das Pferd ist gleichmäßig gebogen vom Kopf bis zum Schweif. So, weiter auf dem Zirkel. So, locker. Bleib mal schön locker sitzen. Du darfst auch mal lächeln. Das Lächeln ist nicht dafür da, Zähne zu zeigen, sondern dafür da, dass der ganze Körper des Reiters auch eine zwar gewisse Anspannung hat, aber losgelassen im Pferdsitz. Das Pferd spürt genau, was du als Reiter dann und jetzt in dieses Pferd über deinen Sitz vermittelst. Sehr gut. Jawohl. So. Okay. Erst dann, wenn man also da gewiss ist, dass das Pferd bei einem ist, das heißt nicht wegläuft oder dass man nicht unendlich so viel treibt. So weit sind wir noch nicht, Gasti. Geradeaus. Okay. So. So war ich immer schon. Sehr fleißig. Okay, Gasti, wir fangen mit Schulter herein an, weil dieses Pferd achtjährig ist, kann man das verlangen. Wir haben gesehen, dass der Schritt super war, dass der Trab gut war. Und jetzt fangen wir einfach in der Trabarbeit mal mit Schulter herein, Seitengang. Eine schwierige, aber eine Grundlektion für alle Seitwärtsbewegungen in einer Aufgabe. Auch hier soll das Pferd in der Längsachse gebogen und aber entgegengesetzt seiner Laufrichtung gestellt und gebogen. So loslassen, nicht festhalten, so leicht und locker. Immer dieses Überprüfen, so. Auf hier muss man dann, wenn man von vorne oder von hinten sieht, die äußere Diagonale heißt äußeres Vorderbein, inneres Hinterbein eine Linie bilden lassen und die anderen Beine, Vorderbein und Hinterbein, für sich eine Linie bilden. Dann ist richtig. Handwechsel, geradeaus. Wichtig ist geradeaus reiten, aber geradeaus reiten ist unglaublich schwer. Denn hier prüft man immer wieder das Gleichgewicht des Pferdes. Ein Pferd ins Gleichgewicht zu bringen, ist die vornehmste Aufgabe eines Reiters. So, und jedes Ungleichgewicht bringt ein Problem. Und diese Probleme meistens hängen dann immer damit zusammen, dass der Reiter etwas gut machen will. Aber er zieht dann meistens zu viel, um es gerade zu richten, aber das ist falsch. Aus der Losgelassenheit kann man die gerade Richtung und die Balance erreichen. Jawohl, Gasti, nochmal Schulter herein. So. So tief die Hand loslassen, nicht zu viel festhalten. Dem Pferd die Arbeit überlassen, du dirigierst. Du achtest darauf, was dein Pferd dir sagen will. Ist es abgelenkt auf andere Sachen, machst du mal eine Volte, eine große Volte, gehst links rum, große Volte, genau, und loslassen. Gehst mal einfach mal loslassen, einfach dich mal tragen lassen. So, jawohl, locker bleiben. Und dann machen wir dann mal eine Traversale. So, jetzt haben wir hier eine Traversale, geradeaus reiten, geradeaus, geradeaus. Da hat sich das Pferd etwas gewehrt, linke Hand gehen und Travers an der langen Seite. Dann kann man das erst schulen. Dann reitet man Travers, stellt das Pferd tiefer ein, so, und lass los, stellt das Pferd etwas tiefer ein, damit das Pferd auch über den Rücken arbeiten. Komm, ja, die Gerte mal ein bisschen anlegen, etwas, so, genau, jawohl. So, und dann eine Volte reiten in der Ecke, so, eine Volte. So, groß genug, ganz genau, lass ihn gehen. So, und dann wechselst du durch die ganze Bahn. Ich gehe davon aus, dass Sie verstehen, dass es eine Traversale ist, aber wenn man Schwierigkeiten hat, geht man gerade auf die Diagonale. So, und dann nimmt man die Hinterhand mit, lässt das Pferd gehen, damit man als erstes den Takt wahrt und loslassen und gehen lassen. So, jetzt hast du kein Wehren des Halses, ist gut. Und das Gleiche kannst du auf der anderen Hand machen. Travers, locker, ruhig, nicht festhalten. Immer aus dem Vorwärts alles entwickeln. Vorwärts heißt nicht schnell, vorwärts heißt Impuls und Energie. So, das ist gut. Lob ihn mal von innen. So, genau. So, und jetzt kannst du das Gleiche machen, vorsichtig. Jetzt ist er fast so weit, dass du ihn arbeiten kannst. Arbeiten heißt, dass du
ihm verständnisvoll etwas beibringen kann. So ist gut, ja, richtig gemacht, sehr gut. Sehr schönes Überkreuzen, Überschwingen. Sehr gut, Gassi. Und daraus macht man dann eine Trabverstärkung, etwas nach vorne hin. Immer sollte nach einer Versammlerlektion auch ein Vorwärts. So, jawohl, mitgehen mit der Hand. So, genau. Ja, so. Und dann nochmal eine Trabverstärkung, aber ruhig, nicht festhalten. Geh mit der Hand mit, das Pferd muss auch in der Trabverstärkung entwickeln. Nicht? So, gut, runter die Hände, Hände tief. So, das ist gut, das ist sehr gut. Super. Und jetzt leicht traben, gebe auf den Zirkel. So, und dann lässt sie ihn mal vorne, langsam, langsam, sei nicht so schnell. So, Ruhe, loslassen. So, weg die Hand, weg, lass ihn weg, da kann ich weglaufen. Hier sind genug Experten, die dich auffangen. Ja, macht nichts. Lass los, lass los, lass los, lass los, ganz los. Wir haben immer Angst, dass die Pferde weglaufen. Die laufen nicht weg, wenn ich nicht die Pferde dazu anleite. So, lass los vorne, weg die Hände, lass ihn doch mal lang. Du brauchst ja nicht bis da unten hinreiten, da sind Hunde, Bratwürste und alles sowas. So, loslassen, weg die Hände, weg, weg, so, genau. Da muss man immer hinkommen, dass man ein Pferd auch so wieder zurückführen, sofort. Der muss dann bei dir warten und der muss warten auf das, was du ihm wieder sagst. Gut, jawohl, sehr schön. Und Cherit, das Pferd muss jetzt in dieser Haltung verbleiben und loslassen. So, super. Schauen Sie mal, was das für ein Schritt ist. Ich habe hier in Luxemburg super Pferde, das ist unglaublich. Ja, sehr, sehr gut. Das ist toll. Wenn man solche Pferde sieht, die mit diesen Bewegungen ausgestattet sind, muss man also wirklich daran denken, was das also wirklich für Sportler werden können. So, jetzt haben wir den Galopp noch nicht gesehen, den machen wir dann jetzt auch nochmal. Wenn Sie ein Pferd arbeiten, ist es wichtig, dass Sie immer dem Pferd einen Moment Zeit der Erholung geben. Die Muskelregeneration ist sehr wichtig. Gehen Sie mal davon aus, dass Sie also ein Pferd haben, das arbeiten Sie 10 Minuten an einem Stück. Wie lang das ist? Reit doch mal Schritt, Gasti. Der war früher schon immer furchtbar schnell. Und wenn Sie ein Pferd dann gearbeitet haben und merken, ah, da kommen Probleme auf, der ist also unwillig, der geht gegen die Hand, der geht gegen den Schenkel, da muss man sich mal Gedanken darüber machen, was passiert im Pferd, das anfangs immer sehr gut war. Meistens ist das nämlich eine Muskelschwäche, sodass dem Pferd irgendwo etwas kneift, es tut ihm weh. Also parieren Sie mal durch und dann plötzlich kommt dann einer irgendwo und hat eine Frage oder ein Telefon, das Sie mithaben. Alle Reiter haben ja ein Telefon heute. Dann wird also telefoniert. Ach ja, dann fangen Sie weiter an zu reiten und auf einmal geht alles wie von selber. Haben Sie sicher schon mal gespürt. Was ist denn da passiert? Passiert ist nichts anderes, als das Pferd sich regeneriert hat in der relativ kurzen Zeit. Der Blutungsdurchfluss hat stattgefunden. Die Muskulatur ist wieder versorgt worden mit Blut und damit Sauerstoff. Und Sauerstoff belebt den Muskel und der Muskel erfährt ein Volumen. Und dieses Volumen wieder kräftigt das gesamte Pferd und kann im Muskel eine Dehnung widerfahren, ein Stretchen und wieder zusammenziehen. Sonst geht das nicht. Deswegen aber auch das Vorbereiten, das Gymnastizieren in der ersten Viertelstunde. Das Aufwärmen. Jeder Sportler macht das. Und das ist unglaublich wichtig. Auch ruhig das Pferd aufnehmen, wieder warten, vorbereiten. Das heißt, du musst dein Pferd vorbereiten. Wenn es also nicht auf deine allgemeine Vorbereitung reagiert, musst du auch schon mal Hallo wach sagen. Ne? So, nochmal nein, wieder durchparieren. Die kleinsten Unebenheiten, die man in der Ausbildung beim Pferd erfährt, müssen sofort korrigiert werden. Wenn ich angaloppiere und ein versierter Reiter merkt das im ersten Ansetzen, ob das Pferd durchs Genick angaloppiert. Nicht so hoch einstellen, das ist reichlich hoch. So, so, das ist, ja, etwas, nein, nochmal, Gasti. Lass ihn etwas tiefer eingestellt. So, warte, 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 lass die Anlehnung da, so. Und der passt ja auf und dann gibst du die Hilfe zum Galoppieren. So ist das viel sympathischer. Aber meistens gehen wir einfach darüber weg und reiten. Hauptsache der Galopp ist da. Falsch. Diese Lektion ist viel wichtiger als das Galoppieren einmal rum. So.
So, sehr schön. Auch wieder ein toller Galopp. So, nicht höher in der Haltung nehmen, weil nämlich immer sofort der zu hoch gezogene Hals den Rücken blockiert. Das Pferd, das im Genick fest ist, ist im Rücken fest. Ist das Pferd im Rücken fest, ist es im Genick fest. Ist die Zäumung zu fest, versteift sich das gesamte Pferd. Also das muss man sich immer wieder vorführen. Die Losgelassenheit eines Pferdes ist so wichtig, denn wenn man hinterher die hohe Versammlung haben will, dann braucht man die Losgelassenheit, sonst blockiert man den Muskel und das Pferd kann nicht mehr ausschwingen. Das ist sehr wichtig. Wir haben sehr viele Pferde, die sind hoch veranlagt, aber werden durch den Reiter gehindert, ihre Veranlagung zu zeigen. Da muss man sich auch immer wieder belehren lassen und helfen lassen. Sehr gut, Gasti, sehr schön. Auch hier wieder dieses etwas vorwärts galoppieren, ein schöner Dreitakt. So, und wenn ich dem Pferd eine Hilfe geben will, wenn der Galopp mal nicht so schön ist wie dieser hier, fasse ich die Gerte immer an das äußere Hinterbein und touchiere, wenn ich eine Gerte habe, das äußere Hinterbein. Mache ich das äußere Hinterbein etwas schneller, fußt er auch mit dem inneren mehr zum Schwerpunkt. Nur immer dann, wenn nötig und notwendig. Gut, nein, nicht hoch einstellen, wenn du das Pferd zurücknimmst in die höhere Versammlung. So locker, geh mal auf den Zirkel. So, nimm mal die Gerte außen. Wir wollen das mal demonstrieren. So, ganz ruhig. Touchiere ich nämlich innen das Hinterbein, kann es passieren, dass das Pferd schnell umspringt. Da muss ich wieder korrigieren, weil eine Unstimmigkeit aufgekommen ist. Also muss ich wissen, warum. Ja, ganz genau, ruhig mal die Gerte etwas anlegen, etwas, so, ganz vorsichtig. Der muss jetzt äppeln, so. Muss ja nicht unbedingt anhalten, aber wenn das schon mal passiert, dass er anhalten will, weiß man beim nächsten Mal, dass ich anhalte. Immer muss ich als Reiter dem Pferd sagen, das darfst du jetzt oder darfst du nicht. Aber niemals dem Pferd etwas überlassen. Der Reiter soll immer agieren und das Pferd reagieren. Kommt es zum umgekehrten Fall, treten immer Probleme auf. So ist gut. Nochmal dieses Zurücknehmen, ruhig, ruhig. So, wir sind nämlich jetzt schon mal einen Schritt weiter. So, die Gerte mal anlegen, wenn du es zurücknimmst. Aber dann sofort wieder loslassen. So, tief nehmen in der Halsung, zurückparieren und loslassen. Weg die Hand. So wieder zurücknehmen und loslassen. Jetzt weg die Hände, schneller weg. So, aber etwas tiefer einstellen. So, genau, so. Komm mal die Gerte etwas dran lassen, so ist gut, nicht mehr. Und loslassen und wieder nach vorne reiten, nicht zu lange. Weich, hier musst du aufpassen, dass das Pferd nicht zu sehr mit dem Kopf nickt, ganz genau. Gut, mach mal Handwechsel, weiter, so. So, ganz ruhig, so ist brav, so ist gut. Sehr sicherer Wechsel, sehr schön. Auch hier muss der Reiter aufpassen, dass das Pferd nach dem Wechsel nicht ausschwingt zu einer Seite, nicht? Immer gerade Linien. Die meisten Reiter gucken immer auf das Pferd, auf den Pferdehals und nicht da auf den Punkt, wo sie hinreiten. So, Gerte, so, ganz genau. Ja, du kannst ja ruhig mal die Gerte gebrauchen, dann kann er ruhig mal springen beim nächsten Mal. So, nicht festhalten vorne. Zurücknehmen, lass die Hand vor und dann die Gerte mal touchieren. Einfach demonstrativ. So, genau. Den Hals, damit er mal nach vorne reagiert. So ist gut. Jetzt zurück und jetzt passiv sitzen etwas. Nicht immer aktiv sitzen, so tief stellen. Jetzt sehen wir, dass das Pferd so nickt, einstellen nach rechts. Das wollen wir jetzt mal wegbringen. Erstmal so, einstellen, so. Nochmal einstellen und zurücknehmen. So, nochmal. So und loslassen. Jetzt die Hände weg. So. Hände weg. So, nach außen stellen. Jetzt zurücknehmen, nach außen stellen. So, gut. Gut, und loslassen, so, und weg die Hand. So, und diese Versammlungsbereitschaft, je höher die Versammlung, desto mehr nickt er. Da musst du ein bisschen aufpassen. So, nach vorne reiten, etwas nach vorne, so. Jetzt nimmst du ihn klein wenig nach oben, und lass ihn da ruhig mit der weichen Hand stehen. So, aber nicht zurückziehen jetzt. So, und lass mal los. Jetzt stellst du ihn tief und lass ihn los. Da unten und lass ihn los. So, wir müssen, so ist das besser. Wir müssen da mehr Rückenarbeit kriegen. Loslassen, so. Nicht zu fest mit der Hand, so, genau. Dies ist die Korrektur, die man natürlich, Gassi, nicht in einer halben Stunde hinkriegt. Da musst du jeden Tag dran arbeiten, ne? So, und Schritt.
Ja, dieses Nippen, was er macht, zeugt davon, dass dieses Pferd nicht die gleiche Losgelassenheit wie auch die Losgelassenheit des Genicks hat, nicht? Da musst du so ein bisschen dran denken. Ganz wichtig ist, dass man in einer ganz kurzen Zeit nach einer anstrengenden Arbeit so auf 20 Meter dass dem Pferd etwas Ruhe gibt, Losgelassenheit und die Muskulatur sich wieder erholt in dieser relativ kurzen Zeit. Dann kann man wieder neu anfangen. Nehme ich mal auf. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie dieses Pferd nun jetzt da auf diese Arbeit reagiert hat. Vorbereiten. So, vorbereiten. Vorsicht, nicht zu doll, nicht so doll, nicht so doll. Du musst immer sehen, dass der Schritt noch losgelassen bleibt. Wir wollen da keinen spanischen Tritt hier sehen. So, erstmal, so, das ist erstmal schon ein Schwingen dahin und dann versuchst du so ein bisschen mehr. So, das ist schon mal ganz gut. Locker, locker bleiben. So, ganz genau. Okay, und wieder Schritt. So, jetzt muss das Pferd erstmal verstehen, was soll ich machen eigentlich? Ich möchte ganz gerne mehr Kadenz haben. Dazu brauche ich mehr Sensibilität und Antwort des Pferdes. So, jetzt sensibilisierst du ihn mal so ein bisschen. Lass mal los vorne. Lass doch mal los. So, nichts mehr. Nein, Schritt, 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 Schritt. Die Hände weg, ganz weg. Ich muss jetzt das Pferd dahin bringen, dass es mich versteht und besser meine Hilfe wahrnimmt. Loslassen vorne. Weg, ganz weg. So, so. Und dann geh mal von der Bande weg und dann touchst du ihn mal richtig an. Zack. So, ja, so, jetzt wieder zurück. Egal, wie er antwortet. Genau, ist egal, wie das Pferd antwortet. So, genau. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr Eigenimpuls, das ist sehr wichtig. Nicht so viel unterstützen. Können die da das Rennen mal aufhören, da hinten in der Ecke? So, okay. Wieder Schritt. Nicht zu lange. Fordern, ja, aber nicht überfordern. Okay, gehen wir auf die linke Hand. Okay, ruhig so. Entspannung wieder. So, und das Gleiche machen wir nochmal, bis das Pferd dann auf dich hört und dann kannst du diese Hilfe vorsichtig geben und dann weißt du, aha, mein Pferd antwortet und hört auf mich. So, ja, lass mal los vorne. Wenn er so mit Ungehorsam antwortet, gibst du mal richtig mal ein. Zack. So, bleib mal so. Jetzt nimmst du ihn zurück. So, jetzt ruhig. Macht nichts. So, jetzt nimmst du ihn zurück und bleibst nur sitzen. Du bleibst nur sitzen in der Passage. Macht nichts, das macht alles nichts. So, ganz locker, schön, gleichmaß auch im Sitzen. So, jetzt habe ich schon mal viel mehr Energie aus dem Pferd heraus. So ist gut. Und jetzt etwas nach vorne reiten. Je höher die Versammlung, desto leichter. So, genau. Gut so, nicht höher in der Haltung nehmen. Der Rücken muss die Chance haben zu arbeiten. So, jetzt kannst du gleich mal versuchen, ob er mal piaffiert. Wir wollen das mal sehen. Nicht zu sehr unterstützen, er muss von alleine piaffieren. So, genau, so ist gut. Ganz locker, so ist gut. Und einfach loslassen vorne, weg. Genau, das war schon mal gut. Nicht immer so doll mit der Gerte rumhantieren. Wenn, dann einmal richtig, aber nicht immer dauernd. So ist gut. Und das machst du gleich nochmal. Du nimmst ihn zurück, vorsichtig, so, zurück. Körperanspannung, dein Bauch muss stramm werden. Dieses bisschen Bauch, was du hast, ist gut. So, loslassen. So ist gut. Gut, und weg. Nicht? Das ist erstmal so im Vorwärts, das ist in Ordnung. So, jetzt leicht traben und das Pferd langsam und allmählich aus der hohen Versammlung entlassen. Man sieht oft Reiter, die passagieren, das Pferd piaffiert, toll. Und dann auf einmal schmeißen sie alles weg und entlassen das Pferd. Das ist total falsch. Diese total angespannte Muskulatur auf einmal auseinanderreißen, ist nicht in Ordnung. Also allmählich aus hoher Versammlung entlassen. So, ruhig, wieder Gasti, ruhig. So, genau. Ja, da muss man das Pferd zurückführen, aber du darfst es nicht treiben. Wir müssen den Pferden beibringen, dass sie etwas verstehen, was wir wollen als Reiter. Und die Pferde müssen das ausführen. Die müssen so gearbeitet werden, dass ihnen das hinterher leicht fällt und desto schöner wird das. Gerade was Piaf und Passage angeht, da muss man schon mal sagen, hallo Freunde, ihr müsst mitmachen, aber sie müssen dann alleine arbeiten. Wenn ein Pferd zu sehr drangsaliert wird in der ganz hohen Versammlung, ist es nicht mehr schön und die Pferde wollen dann hinterher, wenn sie mal in der Prüfung sind, nicht mehr arbeiten. Dann piaffieren wohl die Reiter, aber das Pferd steht. So, länger lassen, einfach Gassi. So, lassen mal lang. Okay,
Also ich denke, dass wir eigentlich gesehen haben, dass dieses Pferd zu allen für den Grand Prix Sport gut geeignet ist, dass man also diese Geschichte fördern sollte. Er ist bereit, willig, alles zu tun, ist spitzenmäßig, super Grundgangarten. Und diese zu kultivieren und zu erhalten, ist natürlich Sache des Ausbilders. Auch hier muss man wieder sagen, wenn man ein junges Pferd hat, dann sollte das junge Pferd von einem erfahrenen Ausbilder gearbeitet werden, geritten werden. Wenn man einen jungen Reiter hat, der sollte unbedingt ein erfahrenes Pferd reiten, damit er von Anfang an aber auch die richtige Linie bekommt, wie ein gut gerittenes Pferd dann zu handhaben ist. Okay, ich würde mich bedanken bei dir, Gasti, das ist eine tolle Vorstellung. Wenn Sie eine Frage dazu haben, dann können wir das machen, bevor der Sascha dann mit dem nächsten Pferd reinkommt. Also als er am Anfang getrabt ist, hat er extrem die Hinterbeine durch den Sand gezogen. In der Arbeit ist er besser geworden, im Schritt macht er das gar nicht. Worauf ist das zurückzuführen? Ist er einfach da, der ist halt so oder hat das ist er eingeschränkt? Oder eingeschränkt ist er ja an sich nicht, das hat man ja gesehen, dass er gut ausgebildet ist. Aber dieses extreme Ziehen durch den Sand, das ist schon aufgefallen. Woher kommt das? Okay, wenn das Pferd anfängt, bevor er dann Arbeit das macht, dann ist es eine eigene Art des Schritts, den er hat. Das gilt es zu kultivieren. Deswegen reiten wir Dressur, um Grundgangarten, die ein Pferd hat, auch noch zu verbessern. Und das kann er. Das haben Sie gesehen. Ja, passiert dann auch schon mal, nicht? Ja, was heißt normal ist, dass das Pferd richtig kadenziert geht. Und was Sie bei dem ersten Pferd gesehen haben, war das etwas anders. Das ist die Frische und alles. Aber hier ist das nun mal so. Aber man kann, nee, ist keine Einschränkung. Also solange der nicht krank ist, kann man damit leben. Alles klar. Danke. Mal kurz was anmerken dazu. Was ich hier also als sehr positiv empfinde, ist jetzt bei Ihrer Demonstration, dass die Ausbildung, wie sie jetzt gezeigt wird, nicht so idealisiert wird, wie das im Moment oft in den Medien auch der Fall ist. Immer alles wunderbar, Knick oben, alles super, Pferd ein bisschen tiefer eingestellt, schlecht. Also ich habe so gelernt noch bei Leuten, die auch wirklich hervorragende Ausbilder waren, dass die Pferde besser etwas tiefer eingestellt sind und sich von alleine aufrichten, wenn sie stark genug sind. Und auch, dass hier immer wieder die Pferde auch mal nochmal in die Tiefe gearbeitet werden, das vermisst man oft mittlerweile, weil viele Leute das gar nicht mit dem Knick oben und Nase vor oft gar nicht umsetzen können oder die Hinterhand leidet. Und ich finde das gut, dass das jetzt hier auch mal so ein bisschen relativiert wird. Und denke ich, für den Laien auch besser nachvollziehbar ist. Schönen Dank. Wenn das ein Kompliment sein soll, nehme ich das gerne entgegen. Dankeschön dafür. Ich bin ein totaler Gegner gegen die Rollkur und Hyperflexen. Ich hasse diese Angelegenheit. Ich muss ehrlich sagen, mit Reitkunst hat das nichts zu tun. Wenn ich die gewollte Hilflosigkeit eines Pferdes unbedingt haben will, dann kann ich das machen. Denn die Pferde ergeben sich irgendwann in ihr Schicksal. Aber schön ist es für mich nicht. Das ist ein Abrichten und hat nichts mit dieser Gymnastizierung zu tun. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder Reiter, der auf diese Art hinreitet, wir haben fiese Bilder gesehen in der Öffentlichkeit, man will das heute überhaupt nicht mehr sehen. Ein Pferd soll pferdegerecht gearbeitet werden und George Tedoresco, ein großer Meister der Reiterei, hat immer gesagt, wir müssen auf Augenhöhe mit dem Pferd arbeiten. Das heißt, wir müssen dem Pferd die Möglichkeit, Pferd zu sein, belassen. Niemals sehen wir ein Pferd auf der Wiese oder sonst beim Freilaufen, dass er so stark beigezäumt ist und sich tatsächlich, sodass man praktisch einen Druckknopf zwischen Unterhals und Unterkiefer machen kann. Also das ist für mich wieder natürliches Abrichten. Es geht anders. Wenn man nicht selbst das geritten hat und gearbeitet hat, dürfte man es nicht sagen. Natürlich gibt es Situationen, wo also dann auch ein Pferd reglementiert werden muss. Überhaupt keine Frage. Aber das sollte für den Moment, wo man also dann richtig eingreifen muss, weil ein Pferd mal durchgehen will oder sonst was, ein Hengst da ein Problem hat, dass ein Hengst sich durchsetzen will, da muss der Reiter auch mal zufassen. Ist überhaupt kein Problem. Gar kein Problem habe ich damit, wenn das Pferd tief eingestellt wird, damit man es beim Reiter behält.
überhaupt kein Problem. Aber wenn in einer aggressiven Weise Dinge gemacht werden, die gegen die Natur des Pferdes gehen, dann hasse ich das. Und da gehe ich auch gegen an, da habe ich kein Problem mit. So. Also, das ist Atomic, ein 10-jähriger holländischer Wallach von Florenzio aus einer Farrington-Mutter. Wir haben den jetzt seit fast 2 Jahren. Er lief vorher L-Dressur und lief jetzt dieses Jahr seine erste Grand Prix-Saison und hat schon Grand Prix gewonnen und war international auch schon recht gut platziert. Also allein, wenn ich dieses Pferd hier ansehe, das scheint so vom Blut geprägt zu sein, aber es hat schon es ist ein Energiebündel, so würde ich mal sagen. Ist natürlich eine vornehme Aufgabe des Reiters, mit so etwas richtig fertig zu werden. Denn man muss ein Pferd überzeugen. Nicht überzeugen dadurch, dass man es streng reglementiert, sondern dadurch, durch seine körperliche Aktivität in eine systematische Gymnastizierung dahin bringt, dass es wirklich Lektionen, die ich verlange, egal welche, dann auch in der Losgelassenheit auszuführen. Das ist die vornehme Aufgabe des Ausbilders. Und wenn man dieses Pferd so sieht, wie er daher schreitet, mit einem guten Viertakt, aber naja, man muss ihn sich schon mal so ein bisschen ansehen, nicht? Der hat also schon so ein Auge, der sieht alles, der nimmt alles wahr. Okay. Arbeite ihn einfach mal weiter. So. Ich gehe davon aus, dass der Sascha ihn draußen ein wenig gearbeitet hat. So. Wir haben natürlich in diesem Pferd ein total unterschiedlich, auch schon vom Gebäude gestaltetes Pferd, aber auch von seiner Grundgangart. Wir sehen, dass er immer sehr stark anwinkelt im Vorderbein. Wenn er also jetzt noch ein bisschen höher anwinkeln würde, würden dann die Richter sagen, der geht passageähnlich. Also das ist schon eine Geschichte, die muss man schon ziemlich gut einstielen, dass auch die Losgelassenheit bei diesem Pferd rauskommt. Also das ist jetzt so an der Grenze des Halses, der ist so nach oben hin. Ja, da musst du sehen, dass du immer versuchen musst in der Arbeit, Sascha, dass der Hals vor dem Widerrist immer wieder etwas tiefer eingestellt ist, dabei die Nase vorkommt. Dann ist es richtig. Damit kann ich die Dehnung des Halses, des Pferdes demonstrieren. So, sonst läuft man Gefahr, dass man, ohne dass man es merkt, hinterher der Rücken ein bisschen nachlässt. So. Ja, lassen wir den meisten mal ein bisschen gehen. Als ich zu meiner Zeit als Bundestrainer in Amerika gab es eine junge Dame, die hat ein Lusitano. Dann hat sie gesagt, ich will dir mal demonstrieren, was das heißt, wie die Pferde in einer sehr hohen Beinarbeit trainiert werden. Da habe ich gesagt, ja, wenn er traben kann, trabt er. Was mehr ist, weiß ich nicht, wie das geht. Dann hat sie mir das demonstriert. Da hatte diesen Lusitano, der ausgestattet mit einer mächtigen Haltung, ein paar Mal richtig getrieben aus der Hinterhand, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und dann hat sie dieses Pferd vorne ganz nach oben und oben durchs Genick und ganz festgehalten. Sie glauben mir nicht, wo der die Beine hatte. Bestimmt 1 Meter über der Erde marschierte der her, alles so im Tempo eines Arbeitstempos, was ein starker Trab sein sollte. Aber keine Spur über den Rücken geritten, das war dann das große Problem. Und das sollten auch Richter sehen, wenn diese hohe Strampelei gezeigt wird, dass also das gesamte Pferd gesehen werden muss. Die Rückentätigkeit, die Hinterarbeit, Hinterhandarbeit, die Dehnung und Raumgriff eines Pferdes in einem starken Trab, in einer Dressurprüfung. Sehr wichtig dabei. Es wird natürlich diese hohe Strampelei manchmal vom Publikum sehr stark bejubelt.
aber es geht immer auf Kosten des Pferdes. Man muss auch dann einfach mal so Dinge ansprechen, die nicht so nett sind. So, okay, gut, Sascha. Jawohl, er regelt das Pferd sehr, sehr gut, jawohl. So, halbe Parade, ruhig, halbe Parade und öffnen. Das Vorwärtsreiten ist gut, aber das Vorwärtsreiten sollte immer so sein, dass das Pferd sich in einer Rahmenerweiterung befindet, im Vorwärtsreiten nur. So, dass es im Rahmen sich öffnet. So, das ist besser. Ja, wenn das Pferd vorwärts galoppiert wird und wird dabei zusammengezogen, ist es nicht gut, wenn das Pferd von sich aus so viel gibt. Immer wieder, dieses Vorwärts ist gut. Okay, so. Manche Pferde sind aber dann und fühlen sich provoziert und wollen dann aber auch noch mehr, als der Reiter will. So, jetzt kannst du loslassen. Ganz genau, das ist sehr schön. Sehr gut, Sascha, genau. Gut. Und daraus, aus dieser Losgelassenheit, die ich dadurch bekomme, kann ich nun dieses Pferd auch in hohe Versammlung bringen. Geh mal ruhig auf den Zirkel und versuch mal, diese Versammlung herauszuarbeiten. So, vorsichtig, so. Auch hier muss ich daran denken, dass ich den Hals tief bekomme in der Arbeit. Und da kann es natürlich sein, dass das Pferd hinter der Senkrechten ist. Wir sind doch keine Päpste, die dafür immer plädieren, Nase vor, Nase vor. Nein, man muss dieses Gesamtpferd in Betracht ziehen. Fällt der Hals, kann der Rücken sich wölben. Okay, runter den Hals, loslassen. So, genau, und weg. So, genau, so, richtig. So, und willst du Energie haben, dann forderst du ihn so ein bisschen vorher aber auf. Nicht unbedingt in der Lektion selber. So, Körperanspannung, deine Körperanspannung muss ins Pferd gehen. Zack, 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 äußere Schenkel, zack, zack. So, okay, gut, nicht seitwärts. So, wenn das Pferd einen engen Kreis hinter der Hinterhand macht, dann musst du umso mehr den Radius der Vorhand einnehmen. Immer sehen, dass das Pferd sich im Gleichgewicht befinden soll. Gut, nochmal zurücknehmen, auf der Stelle galoppieren, der kann das. Zurück, runter den Hals auf der Stelle und leichte Hand, ganz leichte, aber Vorsicht, so, jetzt, ganz genau. Und wenn du jetzt mehr Energie haben willst, dann forderst du in dieser Situation Energie. So, forderst das, aber nicht überfordern. Gut so, Handwechsel nicht mehr. Jetzt weg. Nicht rennen, langsam. Zwar den Ausdruck, starken Wechsel fordern, so locker. So, ja, das konnte nicht anders gehen. Du musst sehen, dass du vorher gerade bist, dass du vorher deinem Pferd ein wenig mehr Energie und Impuls abverlangst. Parade außen, leg mal die Gerte an, so, wenn es nicht anders geht. Ja, zurücknehmen, zurück, so, nicht immer, nur einmal reicht. Zurücknehmen, der will ja, und leichte Hand und dann kannst du die Gerte etwas ran. Nochmal, ein bisschen tiefer einstellen, noch kürzer, mach doch kürzer. Das Pferd soll in der Galoppade ruhiger werden, so. Nur dann ist das Pferd in der Lage, wenn es nicht anfängt zu hopsen, durch die Gelenke zu springen. Das will ich sehen. Und loslassen, so, genau. Ja, richtig, gut. Und dann würde ich daraus Schritt reiten. So. Je höher eine Versammlung, egal welche Grundgangart das ist, ob das Schritt, Trab oder Galopp ist, desto weniger große Bewegung muss das Pferd in der Gruppe machen. Es muss durch die Gelenke schwingen, das ist so entscheidend. Hankenbiegung, haben Sie alle schon mal gehört? Das ist entscheidend, das Pferd soll durch die Hanke galoppieren, durch die Hanken piafieren und passagieren. Da an der spanischen Hofreitschule wurde immer, zur klassischen Zeit, sage ich mal so, darauf geachtet, dass man auch ein Glas Wasser auf die Kruppe stellen kann und damit das Wasser nicht aussplendert. Also, die Kruppe hat ganz ruhig zu sein, aber das Pferd geht in seinen Gelenken sehr aktiv mit. Das müssen wir anstreben, aber das ist doch was anderes, ob ich einen Lipizzaner reite oder ob ich nun jetzt einen Warmblüter reite. Das ist natürlich, weil die Gelenkanordnung doch eine ganz andere ist. Die haben ein sehr tiefes Sprunggelenk, das ist bei unseren Warmblütern nicht immer der Fall. Die Hebel sind doch viel größer. Aber sehr gut jetzt, nicht? Ist besser jetzt so für dich? Jo. Sehr überzeugend. Okay,
Jetzt trauen wir nochmal. Jetzt versuch doch mal im Trab so mal das Pferdchen zu öffnen, dein Pferd zu öffnen. Nicht so, ich muss das Gefühl haben, das Pferd geht von alleine, das Pferd spielt mit mir. Wenn ich so einige Pferde sehe, die so in toller Losgelassenheit eine Prüfung geht, da geht doch einem das Herz auf. Und dann sieht man wieder verkrampfte Pferde, die zwar alle Lektionen brav machen, aber nicht überzeugen, sagen wir mal so. Okay, loslassen, so. Ja, das ist was besser. Je runder die Bewegungen. So, loslassen wieder, halbe Paraden. So, und dann versuch mal so eine Passage gleich mal. Und wenn ich ein Pferd zurücknehme, dann kann das ruhig mal eng werden. Das ist kein Problem, aber es möchte ich dann anschließend öffnen. So, runter die Hände. Das Pferd soll passagieren und du dirigierst für mehr, weniger, gerade gerichtet sein, vorwärts oder weniger vorwärts. Aber immer im Gleichmaß, nie stoßende Bewegung. Sehr gut gemacht, Sascha, sehr schön. Jawohl. Ja, man spricht immer von Selbsthaltung eines Pferdes. Das kann aber nur ein Pferd, das muskulär ausgebildet ist. Wenn der Sascha jetzt die Hand einfach vortut, muss es in Selbsthaltung gehen. So ist genau das, ganz genau, das ist damit gemeint. Und über eine relative Aufrichtung, nicht eine Aufrichtung, die mit der Hand erzeugt worden ist, dann spricht man von absoluter Aufrichtung. Sehr gut, Sascha. Dann ruhig mal gleich eine Piaffe. So, ganz locker, das Gleiche. So. Ja, gut. Gut. Du bleibst ruhig sitzen, ruhig. Nein, nicht unterstützen. Wenn du zu viel unterstützt, springt da hinten. Das ist dann auch nicht gut. So ist gut. Ja, der soll ja auch schon gleich mehr. So langsam raus. Nicht? Du machst das gleich nochmal, versuchst nochmal das zurückzuziehen. Piaffe, bleib mal ganz fein sitzen, weiches Bein am Pferd, so, nicht zu viel touchieren jetzt, so, ganz locker, so, lass mal los vorne. So, und wenn du rausgehst, lässt du nur los, machst alles andere wie jetzt, lass nur die Hand vor. So, genau, damit du einen diagonalen Fluss bekommst, hast du es gemerkt? So, und wenn du jetzt zu Piaffe gehst und du willst mehr Energie in der Piaffe haben, nicht in der Piaffe, sondern in der Passage, gehst du kurz vor der Piaffe Gas. So, dann gib mal ein bisschen nach vorne, komm, so, jetzt forder mal einfach, wir demonstrieren das mal. So, genau, so, jetzt lässt es zu Piaffe kommen und verhalte dich ein bisschen passiv. So, und loslassen etwas, so, genau, jawohl, so ist das gut. Und jetzt lässt du nur los zum Rausreiten, weg die Hand, so, schließen von hinten gleichzeitig ein bisschen. So, jetzt machst du das gleich nochmal anders, wie du das immer machst. Du lässt die Hand etwas ran. Du musst kurz vor der Piaffe ein bisschen mehr Energie wollen. So, in der Piaffe selbst, das ist zu spät. So, und jetzt gehst du raus. So, jetzt riechst du langsam raus. So, ist gut. So, gut, gut, jawohl. Okay, gut so. So, und dann Cherit, warten, nicht wegschmeißen, alles langsam entlassen. Genau das. So. Denn wenn ich aus der Passage in einem Grand Prix in die Lektion des starken Schritts gehe, dann muss ich auch mal abwarten, ist mein Pferd aus der Passage noch ein bisschen aus dieser gewollten Spannung zu angespannt und fängt dann an zu laufen oder macht einen fehlerhaften Schritt, muss ich daran denken, fast zum Halten zu kommen und das Pferd neu antreten zu lassen. Wenn ein Pferd eilig wird im Schritt, muss ich fast zum Halten kommen, und dass es gemütlich wird und dann lässt es wieder antreten und loslassen wieder. Lass den Schritt gehen. So ist gut. Sehr gut. Wir lassen ihn mal ein bisschen ausruhen. Haben Sie eine Frage dazu? Melden Sie sich ruhig, wenn Sie irgendwie, sagen wir mal, haben Sie einen Verbesserungsvorschlag? Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt so ein Pferd habe wie ihn, der relativ vom Typ her relativ schnell und eilig ist? Wie mache ich den denn entspannter? Also das haben Sie alle verstanden. Das ist natürlich immer wieder die Frage, da habe ich ein Pferd, das ist heiß, wie kriege ich den ruhig? Einmal durch ausreichende Bewegung, das ist das Natürlichste. Wenn ich ein Pferd habe, das in der Arbeit so sich aufdreht, dann lasse ich den vorher an der Longe ablaufen oder im Paddock oder so, genügend Bewegung. Das ist erstmal das. Ist er dann noch zu heiß unterm Sattel, dann muss ich mich fragen, woher hat er das? Das hat der Mensch ihm beigebracht, nervös zu werden. Also muss ich dann meinen Verstand anschalten und mache dann lösende Übungen. Keine Pflichtübungen, wie zum Beispiel
dann eben diese Piaffen Passage, da bringt er das Pferd nur unter mehr Dampf und Anspannung. Ist klar, das will ich ja. Aber dann mache ich seitwärts lösende Lektion, also in der Lösungsphase, bin ich in der Lösungsphase. Und wenn ein Pferd etwas gut gemacht habe, lasse ich es gut sein und fange nicht an, wie zum Beispiel eine Reiter, die reiten dann einer Wechsel oder fliegende Wechsel. Der geht super, im Anfang toll. Nein, dann machen Sie es nochmal. Der hat ja doch mal einen Fehler gemacht. Also machen Sie es nochmal. Ich nehme nur mal dieses als Beispiel, weil ich das selbst erlebt habe. Das Pferd wird immer nervöser und der Reiter versucht wieder die Lektion. Und wieder klappt es nicht. Und dann der Reiter wieder. Und dann macht er immer diese Lektion, aber nicht das Pferd versteht, sondern er macht den Fehler immer wieder den gleichen, dass er nervös wird und will unbedingt die fliegende Wechsel machen, presst also mit dem Schenkel und geht daneben. Also ich habe es selbst erlebt, ich weiß nicht, ob Sie Georg Wahl noch vom Namen her kennen, der war der Trainer von der Christine Stückeberger. Ich habe in München mit meinem Goldstern geritten und wollte fliegende Wechsel. Natürlich machte der fliegende Wechsel, aber ich habe einmal eine diagonale Wechsel gemacht, Fehler. Ich natürlich nicht verstanden, was ich eigentlich wollte, nochmal Wechsel, wieder Fehler. Georg Wahl stand oben auf dem Wall, oben drauf, das liegt so ein bisschen im Tal, dieses ganze Abreitevierk, hat mich von oben angeschrieben, bist du deppert, was machst du mit deinem Pferd? Der Mann hatte ja wirklich Ahnung, ich bin zusammengezuckt. Dann hat er mir das erklärt, warum das nicht klappte. Ich habe dieses Pferd immer wieder zurückgehalten und wollte unbedingt diese Lektion machen. Dann habe ich das nochmal gemacht und hat er gesagt, jetzt machst du dieses, du lässt das Pferd mal gehen und nimmst diese Lektion der Einerwechsel auseinander. Du machst selbst einen Fehler. Und das ist entscheidend. Der Reiter muss Fehler machen, damit er dahinter kommt, was er gemacht hat. Und dann habe ich erstmal begriffen, was das heißt, Wechsel zu reiten. Dann hat dieses Pferd auf dem gesamten Turnier, das war in München, international konnte man 4 Prüfungen reiten. Das war eine Inter 2, ein Grand Prix, Grand Prix Spezial und Kür, alles gewonnen, ohne einmal einen Einerfehler zu machen. Weil ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Thema Einerwechsel. Genauso muss ich das machen, wenn ich Pirouetten reite oder eine Lektion. Ich muss auch mal einen Fehler machen dürfen. Ich muss nicht meinen, ich mache das immer wieder und dann verkrampfe ich mich und dann geht das nicht. Das ist dann immer wieder das gleiche Problem. Wir wollen unbedingt was gut machen und machen es falsch. Also überlegen, was mache ich falsch? Was für eine Hilfe gebe ich? Und wenn man das dahinter gekommen ist, dann klappt das auch. Reiten ist nicht schwer, nur richtig reiten reicht eigentlich. Das hat Stecken, Major Stecken in Deutschland, der wird jetzt gerade 100 Jahre alt und der hat, also ist eine lebende Legende, der auch immer wieder so die Schüler wie Rainer Klimke, wie Ingrid Klimke, wie die Gebrüder Lütke Westhus, alle die hat er gefördert und der ist der Vertreter der reinen klassischen Reitlehre. Und der bringt einem sowas bei. Leider gehen auch mal diese Leute von uns. So, Sascha, müssen wir noch mal was machen? Wollen Sie noch mal was von ihm sehen? Was denn? Wie? Einerwechsel, hab's mir gedacht. Okay, auch hier wieder die Vorbereitung. Sascha, Einerwechsel und dann die Pirouetten. Er hat ja schon Grand Prix gewonnen, müsste eigentlich gehen. Das ist eine schwere Aufgabe für dich jetzt. Okay, aber du musst nicht das fehlerfrei machen. Du darfst diese Wechsel machen. So müssen wir immer rangehen. Wir dürfen dieses Pferd reiten. Gut. Wir lassen ihn jetzt einfach mal in Ruhe. So. Er bereitet sich jetzt davor, locker. Gut. So, wir schauen mal, was wir hier noch verbessern können nachher. So ist das gut, ja. Da gibt es nicht viel zu verbessern. So, jetzt muss er erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Nicht? Jetzt habt ihr ihn so ein klein wenig aufgebracht.
So, Sascha, jetzt versuch mal noch ein paar Einerwechsel, die wir vielleicht um eine Note besser machen können. Du bereitest den an der kurzen Seite, geh mal auf den Zirkel. Nein, keine Versammlung. Du bereitest an der kurzen Seite so vor und reitest an der kurzen Seite etwas vor zum Arbeitstempo. Arbeitest das Pferd dann ein bisschen mehr vor deiner Hilfe. Vor deinen Schenkel, nimmst ihn so ein bisschen nach oben hin. Gehst im Arbeitstempo auf die Diagonale. So, nicht enger machen, so. Und nimmst ihn nach oben, lässt die Hand ganz ruhig und bleibst sitzen. Guckst auf den Punkt nach vorne, machst einer. So, hab ich ihn durcheinander gebracht. Okay. Er ist so unkonzentriert jetzt gewesen. Schau mal auf den Punkt, da wo du hinreitest. So. Einfach so die Wechsel mit deinem Körper so weiter reiten. Du lässt ihn weiter da oben stehen und reitest nur etwas vorwärts. Guck nach vorne. So, gut. Okay, gut. Sehr gut. Jawohl. Okay, gut. So kann ich das immer ein bisschen besser machen, als das vorher war. Vorher war er ein bisschen eng geworden. Und wenn, umreit mal Schritt. Schritt, ruhig, gut. Okay, wenn ich nämlich immer in den Pferdehals hineingucke, dann ist das so, als wenn der Reiter den Hals nach unten reiten will. Nein, falsch. Aufrichten, der Reiter muss seine Mittelpositur auch immer in einer gewissen Anspannung erhalten, um dem Pferd auch einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, zu geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen muss man nach vorne schauen und nicht die Wirbelsäule krumm machen und dann nach unten gucken, sondern groß bleiben und in die Bewegung des Pferdes, die das Pferd dem Reiter ja mitgibt, eingehen. Habt ihr noch eine Frage dazu? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns so gut zugehört haben. Dankeschön, ich hoffe, ich habe Ihnen so etwas vermittelt. Eins möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ein Pferd ist immer nur ein Pferd, drum Reiter bleiben Sie wirklich immer nur ein Reiter. Ich bedanke mich bei Sascha, bei Gasti, bei dir, Frank, der du immer wieder mit dieser Serie allen Reitern wieder das klassische Reiten etwas vor Augen führst. Vielen Dank an den Besitzer dieser Reitanlage. Vielen Dank auch dann auch an Herrn Umbach und Sascha und aber auch an den Besitzer der Pferde. Vielen Dank und schönen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Danke. Applaus